Hallo Schäfchenfans, ich bin der Bob und vertrete das Schäfchen heute im Geburtstagsstudio. Alles bisschen scheiße gerade, aber das erkläre ich euch gleich. Zuerst will ich Schäfchens Fan Toni nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Ist ein runder Geburtstag. Toni, jetzt bist du 20 und bald wirst du ranzig. Hab ich selber gereimt. Nun zu unserem Problem. Diese gemeine, fiese Hexenbitch hat unser liebes kleines Schäfchen in einem ekelhaften, glübschigen und immer noch Bier- und Whisky trinkenden Frosch verwandelt. Quack, quack. Der alte Saufbolzen. Schäfchens Bruder Moppy wollte ihn ja beschützen. Den hat sie aber in einen Cola Whisky verzaubert. Naja, jetzt ist er nur noch ein leeres Jim Beam Glas. Das Schäfchen hat ihn schon lange ausgesoffen. Quack. Der alte Saufbolzen. Der gemeine Fluch kann nur gebrochen werden, wenn jemand diese fiese Hexenbitch kalt macht. Deshalb hat sich unser fantastischer Zauberele auf den Weg gemacht, um sie in einer epischen Schlacht, gut gegen böse, zu vernichten. Wir schalten jetzt mal gleich live dorthin. Hallo Bob, hallo Schäfchenfans. Die Hexe, die ist sehr mächtig. Aber ich gebe mein Bestes. Zauber, 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 Zauber. Zauberband, jetzt bist du dran. Na prima, jetzt hab ich den Salat. Na toll. Also hat es der Zauberele auch nie geschafft. Die alte Pfeife. Nützt aber nicht. Die Hexenbitch muss weg. Jetzt seid ihr dran, Schäfchenfans. Ihr müsst euch entscheiden, wer es mit der Hexenbitch aufnehmen und ihr den Arsch aufreißen soll. Gebt auf Schäfchens Facebook-Seite eure Stimme in der Umfrage ab. Wählt aus unter folgenden 4 Kandidaten. Kandidat Nummer 1, Schäfchens großer Stiefbruder Ele. Toll, also wenn ich ehrlich bin, hab ich eigentlich gar keine Lust. Toll, ich hab ein bisschen Angst vor der Hexe. Dass die mich dann am Ende noch in den blauen Ele verwandelt. Kandidatin Nummer 2, Schäfchens kleine Schwester Emma. Nach vielen epischen Schlachten gegen den unheimlichen Hudimann ist sie kampferprobt. Sie kann einstecken, aber auch ordentlich austeilen. Du bist Hexe! Kandidat Nummer 3, der Hulkster. Bereits im Kampf gegen den fiesen Reptilienmann hat er gezeigt, dass er mit allen unheimlichen Kreaturen fertig wird. Hexe, ich lade dich zu einem Tanz auf Leben und Tod in meinen Wrestlingring ein, Schwester. Sprich deine Gebete und nimm deine Vitamine, denn Hulkamania wird dich überrollen, Schwester. Oder Kandidat Nummer 4, der Gottvater des Heavy Metal persönlich, der unglaubliche, fantastische, überaus sagenumwobene, großartige, tolle, besonders unüberwindbare Onkel Lemmy. Guten Abend. So, Schäfchenfans. Jetzt seid ihr dran. Ihr seid am Hebel. Ihr habt die Macht. Ihr habt die Wahl. Entscheidet euch, wer es mit der fiesen Hexenbitch aufnehmen soll. Und dann schauen wir mal, was passiert. Na? Prost!